Und jetzt sind wir mitten in Liestal in der wunderschönen Flanierstrasse, die neu offen ist. Und wir haben eine neue Eröffnung bei mir. Es ist ein ganz spezieller Italiener auftaucht. Es ist der Enrico. Enrico, wie heisst das hier? Angolo Dolce, die süße Ecke. Ja. Aber es gibt ja nicht nur Süßes. Jetzt habe ich hier gerade vor mir eine riesige Auslage, auch salzige Sachen. Was habt ihr alles im Angebot, was die unter den Leuten vorführen? Also Italien pur, das heißt vom Cornetto frühmorgens bis am Abend mit Salziges. Das heißt eben Pizza, Lasagne, Vitello Tonnato, Prosciutto und so weiter. Also es ist eine ganze Palette von tollen Sachen da, zu jeder Tageszeit. Jetzt weiss ich aber von den Italienern, die sind Spezialisten, wenn es um Dolce geht. Also, woher habt ihr die? Die haben das alles von Italien importieren, oder wie? Oh ja, Dolce ist natürlich ein tolles Wort. Es gibt bei uns nur hausgemachte Sachen, das heißt prinzipiell keine Fertigprodukte, vom Pasticcini, Torte, so wie man es hier bei uns kennt, Kuchen am Nachmittag, aber die Patisserie Mignon, so wie in Italien zu bekommen ist, auch für zu Hause natürlich. Ja. Jetzt weiss ich von dir, du hast mir vorher gesagt, ihr plant auf den Frühling nochmal etwas, was macht ihr denn? Oh ja, auf dem Frühjahr sind wir gespannt, beziehungsweise wir freuen uns schon jetzt. Es gibt Gelati dann, Gelato Artigianale aus eigener Produktion, bis 24, 30 Sorten. Und der Enrico ist natürlich froh, wenn er es geschaffen hat, gell? Ja, es gibt ein tolles Sprichwort. Bitte belästigen Sie uns so oft, wie es nur geht. Da freuen wir uns drauf. Danke vielmals. Das hier in Liestal, mitten in der Flaniermeile, ein Hammerort. Gehen Sie mal reinschauen.